In Deutschland hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Freitagmorgen mit rund 37.000 Meldungen binnen 24 Stunden einen neuen traurigen Rekord erreicht. Für den Grünen-Chef Robert Habeck ein Grund, wieder kostenlose Corona-Tests einzuführen. Auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer denkt, dass die Abschaffung der kostenlosen Tests ein Fehler war. Ich will es zwar nicht sagen, dass das die Ursache ist für diesen enormen Anstieg der Infektionen, da gibt es natürlich auch die Jahreszeit, aber es ist schon so, als die Tests aufgehört haben, 10. Oktober glaube ich, fing plötzlich der R-Wert an ganz stark nach oben zu gehen. Und wir wissen eben aus unseren Tübinger Erfahrungen, wenn man viel testet, findet man viel und kann auch viele Infektionen verhindern. Jetzt wird wenig getestet und das halte ich für einen schweren Fehler. Bei ihrem Treffen in Lindau haben die Gesundheitsminister von Bund und Länder, allen voran Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, beschlossen, nun allen Menschen, deren Impfung mehr als 6 Monate zurückliegt, eine Auffrischimpfung, die sogenannte Boosterimpfung, anzubieten. Doch wo genau sollen sich all die Menschen jetzt die dritte Impfung abholen? Dass es mit dem Impfen jetzt schon wieder Probleme gibt, das finde ich schon verwunderlich. Dass die Hausarztpraxen da jetzt wochenlang Vorlauf haben, um Termine vergeben zu können. Dass man wieder über Impfzentren redet, die man gerade erst zugemacht hat. Das könnte schon besser sein. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält angesichts der zunehmenden Corona-Fälle aktuell auch eine Impfpflicht im Pflegebereich für sinnvoll.